Ich habe mich dieses Mal für den AMG CLK GTR von 1998 entschieden, weil ihr den ganz normal für 2 Millionen Credits kaufen könnt. Alternativ könnt ihr gucken, ob ihr eventuell günstiger an die Forza Edition von diesem Fahrzeug rankommen könnt. Das Fahrzeug muss als S2 998 getuned sein. Diesmal habe ich die Tuning-Einstellung von Come On Stars 11 genommen. Wir müssen zur Atlantis de Tula Blitzerzone, dort mindestens 281,6 km/h erreichen. Ich stehe hier oben bei Atlantis de Tula in der Kurve drinne, direkt neben dem Baum. Von hier oben geben wir Vollgas, halten jetzt die ganze Zeit Vollgas. In der ersten Kurve hier geht ihr leicht vom Gas runter, gebt direkt wieder Vollgas, dann zieht der Wagen rüber. 317, einmal anbremsen, um die Kurve rumziehen und ihr habt erledigt.